Habt ihr euch schon die Frage gestellt, wo es uns hin verschlagen hat? Wir sind wieder an der Mosel unterwegs. Wo wir genau landen werden, wissen wir noch nicht. Wir haben mal wieder uns einen Platz ausgeschaut. Ich glaube, ich bin total in der Sonne. Wo wir gerne hin möchten, aber ob wir da auch landen werden, sehen wir gleich. Bleibt dran, es wird nicht langweilig. Wo ist die Ente denn dieses Wochenende gelandet? Mal sehen. Schauen wir mal, ob uns das jemand heute verrät. Da sitzt ja der Alfred vom Dachmobil. Wollen wir ihn mal fragen, wo wir dieses Wochenende gelandet sind? Ist ja nett, dass du mich schon als alte Ente bezeichnest. Wenn, dann als Enterich. Also. So, wir haben es geschafft. Sind heute etwas früher losgekommen, haben gedacht so, 18.30 Uhr sitze ich schön vor meinem Wohnmobil. Ja, um 18.30 Uhr habe ich aber noch schön gesucht. Wir wollten nach Windrich, rappelvoll. Nachdem ich vorher aber noch im Facebook gelesen habe, ah, hier ist so viel Platz. Ja, auf der Parzelle vielleicht, aber nicht mehr auf dem Stellplatz. Und dann sind wir noch 5, 6 Plätze weitergefahren. Überall das gleiche Spiel. Die Mosel berstet hier echt aus allen Nähten dieses Wochenende. Wir haben, was haben wir heute? Den 11. August. Und die letzten Wochen, wo wir hier waren, war es immer relativ leerer. Stehen jetzt in Klösterath. Schöner Platz. Zufälligerweise auch noch in der ersten Reihe, weil wir unter einem Platz stehen, wo du eben keinen Sat-Empfang hast. Was uns aber nichts abmacht. Aber bei der Platzwahl hatten wir natürlich auch ein Handicap. Das erzählt euch Alfred mal. Der hat ein Handicap, meinst du im Baum? Nee, bei der Platzwahl. Warum wir nicht jeden Platz genommen haben auch? Ach so, das Handicap meinst du, ja. Ein persönliches Handicap. Ich finde das so, wenn ich auf Reisen bin, ist das in Ordnung, wenn einer sagt, okay, 11, 12 Uhr den Platz verlassen. Aber wenn ich nur am Wochenende fahre und soll dann sonntags auch noch so früh wieder den Platz verlassen, das finde ich irgendwo nicht in Ordnung. Das muss mal gesagt werden. Vielleicht überlässt sich der ein oder andere Platzbetreiber das mal. Denn sonntags werden da nicht mehr allzu viele nachkommen. Ja. Also das macht keinen Sinn. Es sind keine Ferien mehr. Und wenn du da um 11 Uhr vom Platz runter musst, ich feiere, da bin ich ja unter Umständen, je nachdem von wo ich komme, um 12, 1, 2 wieder zu Hause. Also der Sonntag ist, wenn du berufstätig bist, für mich noch ein absoluter Tag, wo ich was machen will. Nur für den Samstag fahre ich ja nicht. Ne? Wenn du wie jetzt hier, wir haben 20.45 Uhr gerade ankommst, weil du vorher noch gearbeitet hast, hast du im Grunde nur den Samstag. Finde ich ja auch nicht so prickelnd. Aber es hat sich gelohnt. Wir stehen hier schön, es ist ruhig, der Platz ist toll. Und dann schauen wir mal, was uns der Abend und die 2 Tage noch so bringen werden. Bleibt dran. Verpasst nichts, denn wie üblich werden wir wieder irgendwas machen, wo wir sowieso nicht dran denken, dass wir es machen werden. Mit Sicherheit geht es euch genauso. Schreibt mal, was bei euch immer Überraschendes rumkommt, in unseren Kommentar unten drunter. Bis später. Ciao. Guten Morgen. Heute Nacht hat es geregnet und alles schläft noch, bis auf diesen fleißigen Binnenschiffer. Die Wolken hängen noch tief und heute soll es auch nicht so sonnig werden wie gestern. Platz ist noch völlig verschlafen. Wir haben jetzt 8 Uhr. Wir wollen jetzt frühstücken und nachher mit dem Rad ein bisschen gucken. Die Mosel noch etwas aufwärts zu fahren. Ich bin noch nicht ganz wach. Ihr hört es mal wieder am Ton.
aber ich wollte euch diese tief hängenden Wolken einmal zeigen. Ja, ich stehe hier sinnlos rum, weil meine Frau sich umziehen musste. Der war zu kalt. Schwül wie Norbert. Wo fahren wir? Bitte? Wo fahren wir? Um Fahrradweg. Nee. Also, oder so ähnlich. Wir fahren in Richtung Mosel. Wir fahren vom Stellplatz in Richtung Fahrradweg, in Richtung Trier irgendwie so, an der Mosel entlang. Das ist ja kein Fahrradweg hier. Hi. Was hab ich noch? Haha. Ist sie auch nicht mehr ganz so jung, so hat die Alte doch noch Schwung. Guckst du, was? Was hast du? Ist die Alte nicht mehr ganz so jung, hat sie doch noch genügend Schwung. Von hier bis auf das Rad? Das stimmt überhaupt nicht. Ja, du bist ja weg, da ist sie wieder. Ja. Ich hab dich ausgeblendet. Ja, da blend du mich aus. Ich blend dich manchmal auch aus. Vor allem von 8 bis 5. Also. Wirklich arbeiten. So, jetzt kommt die Frage. Da gehen wir gleich Kaffee trinken. Da ist dieser coole, kleine Bistro oder was das war. Der Typ ist so cool. Hoffentlich hat er heute nicht frei. Das war so schön da. Hier ein kleiner Eindruck von unserer heutigen Mosel-Impression. Nach dem Regen, vor dem Regen. Es ist tropisch, schwül und wie immer habe ich da was entdeckt. Ich auch. Der Mann, der macht YouTube. Ein Reelzwerg. Ein Reelzwerg? Ja, ein Zwerg, der Reels macht. Alles klar, der Reelzwerg geht weiter an sein Werk. Tschüss. Ciao, ciao. Seitdem traue ich mich natürlich. Wir sind genau auch chill, dann mach nochmal. Wenn Zwerge versuchen, Fahrrad zu fahren. Nein! Meine Frau gefällt es hier. Ich habe einen visuellen Flash. Das andere Wort benutze ich jetzt nicht. Augenrausch. Ist das schön. Aber mir gefällt das auch. Heute war Grillen angesagt beim Duckmobil. Und was ist passiert? Wie so immer haben wir vergessen, das Grillfleisch rauszunehmen. Tja, wir haben die Möglichkeit, Eis auf den Grill zu legen oder schnell noch was zu besorgen. Da ich hier Shopping mal gerochen habe, hat es mich eh hier in Schweich dazu hingezogen, etwas einzukaufen, und Alfred nutzt gerade die Gelegenheit, noch was für auf den Grill zu besorgen. Leider sind die Packtaschen voll und ich hoffe, es bleibt wirklich bei den Würstchen, die er mitbringen will. Kennt ihr das? Frau im Shoppingwahn? Bin ich ein Einzelfall oder höre ich eher zur Mehrheit? Lasst es mal in den Kommentaren da, wie es bei euch so ist. Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite der Mosel. Das ist eine alte Tischsäule von den Römern. Mal gucken, ob die Seite hier schöner ist. Die letzten paar Kilometer
der anderen Seite, die war nicht so. So viel Äpfel. Warum filmst du denn mein Fahrrad? Jetzt hast du mich drauf. Woher hast du denn mal? Guck mal, da die roten Äpfel. Oh. Fällt da zufälligerweise einer runter? Nein. Die sind aber klein, das ist, wenn die nicht geschnitten werden. Und irgendwo ist ja meine Frau wieder am Sammeln. Da ist. Ich suche Ostereier. Aber hinten sind die noch auf dem Baum. Da komme ich nirgendwo dran. Hier haben wir ein schnuckliges Kleinod entdeckt. Die alte Burg, die Schlemmerstube, wo auch Rittermale angeboten werden und ihr hier historisch speisen könnt. Also echt ein richtig schönes Kleinod. Schmiegt sich hier schön in die Kulisse ein. Was an Weinen hier erworben wird, könnt ihr auch draußen lesen. Da hängt eine Preistafel mit entsprechenden Flaschen. Hier gibt es so nette Weine wie Ritterblut, den Kreuzritter. Da haben wir das Ritterblut. Adäquate, moderate Preise. Also der Platz lässt immer mehr Urlaubsfeeling bei uns aufkommen. Also na, da vorne ist das Herrenhaus, hier gibt es wohl auch historische Apartments, die man mieten kann. Und zwar die Adresse ist die Alte Burg in Longisch. Kann ich euch nur ans Herz legen. Auf jeden Fall das Boot hin im Kopf hochgezogen, hätte eigentlich nicht hinlegen sollen, hat aber retten können dadurch. Der Indie Grab, Wake to Wake, die hintere Hand auf die Zehenkante. Tantrum, sehr schön, der Rückwärtsseite. Let's go, Domi. Lärm dürft ihr auf jeden Fall machen für Dominik. Alter, der Scarecrow. Ordentlich hoch, Vorwärtsseite mit 180er. Diese ruhige Haltung. Roll to Revert, gut gesendet auf jeden Fall. Links vorne angefangen, rechts vorne gelandet. Cab Roll, rechts nach links. Selbe Bewegung in die andere Richtung wieder zurück. Eigentlich nicht hinlegen sollen, hat aber retten können dadurch. Der Indie Grab, Wake to Wake, die hintere Hand auf die Zehenkante. Tantrum, yeah. Sehr schön, der Rückwärtssalto. Frontside 3, sauber mit der Handelpass. War ja echt cool, was die Jungs eben drauf hatten mit den Wakeboards. Ja. Wir haben aber auch immer Glück, dass wir irgendwas finden, was nicht alltäglich ist. Ne? Deutsche Meisterschaft im Boot Wakeboarding war ja schon cool, die Stunts, die konnten mit dem Salto und so. Also ich konnte noch nicht mal gerade drauf stehen.
könnte gerade runterfallen. Ja. Eine Konstante. Nach unten. Oh, guck mal, das sieht auch schön aus mit dem Fels. Vorsprung nach vorne. Du bist schuld, ne, dass die Sonne weg ist. Du hast Grillfleisch gekauft. Hast du das Mikro an? Nö. Hättest du kein Grillfleisch gekauft, wäre die Sonne draußen geblieben. Seitdem du das Fleisch gekauft hast, ist die weg. Nimm Quatsch, Gott. Eine Ente auf der Ente. Hey, Bonanza! Ich bin. Oder bin ich Riese? Horst? Ich bin Horst. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Joe bist du nicht. Da, 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 da. Und wenn du jetzt weißt, wovon wir reden, das war Bonanza. Ja, ich bin Hopsing. Hopp, hopp, hopp. Und wieder warten wir den Regen ab. Jetzt werden die Phasen, in denen wir trocken bleiben können, aber doch immer kürzer. Und leider ist das Helle da hinten, die Richtung, aus der wir kommen. Und da hinten, dieses graue Etwas, da ist die Richtung, in die wir müssen. Und es hat sich richtig eingesippelt. Naja, zum Glück ist hier eine Bank. Und wir warten, dass es weitergeht. Hört ihr das? Jetzt hat er die Musik ausgemacht. Da kommt der viel besprochene, angepriesene Eismann. Der fährt hier echt durch alle Dörfer. Und wenn du jetzt die Musik hörst und hier die Blumen dabei siehst, ist Bella Italia gar nicht mehr so weit. Guck mal. Nach dem Regen kommt bekanntlich wieder die Sonne. Wir haben jetzt 18.30 Uhr und man fühlt schon, dass der Abend nicht mehr weit ist. Aber wunderschön die Luft nach dem Regen. Es ist wieder warm. Und es kommt der obligatorische Abendspaziergang. Jetzt etwas früher, weil wir noch grillen wollen. Aber nichtsdestotrotz muss ich natürlich mir wieder die Beine vertreten. Alles in allem bis jetzt wirklich ein wunderbares Wochenende. Der Platz hat mich überzeugt. Ich habe immer gedacht, so große Plätze, nee, da willst du nicht hin. Aber durch die Parzellengröße, es gibt wirklich große Parzellen, stehen sehr, sehr viele große Liner hier, teilweise auch mit Anhänger und PKW. Die Parzellen sind so groß, dass es eben passt, du den Nachbarn nicht störst und Markise ausfahren kannst und dein ganzes Gerümpel, was du noch so mit hast, eben daneben stellen kannst. Und das Coolste, wir sind ja keine Freunde von den Plätzen, wo du zwischen 11 und 12 Uhr abreisen musst, gerade auf Stellplätzen. Bei Campingplätzen sagen wir nichts, aber bei Stellplätzen finden wir das nicht so toll, weil, ne, wie gesagt, der Sonntag ist bei zwei Tagen, die man frei hat, halt mir noch heilig. Kannst du hier zum Entschleunigen nach Hause fahren, bevor es Abend wird. Aber ob das jetzt um 11, 12 oder um 17 Uhr ist, das ist ganz gleich. Finde ich mega cool vom Betreiber. Alles klar. Vielen Dank, lieber Martin. Also finde ich super, die Idee. Wir haben heute auf unserer Radtour einige Stellplätze gesehen und 5, 6 Stück. Es war nur ein einziger dabei,
wo du das 24-Stunden-Ticket hattest. Und ansonsten war immer zwischen 11 und 12 Uhr der Platz zu verlassen. Waren viele schöne Plätze dabei, wo wir sagen, boah, tolle Lage, schöner Ort. Von da aus kannst du wieder super mit dem Rad auch nach Trier, sind dann nur 20 Kilometer. Ne? Weil wenn man dann noch durch die Stadt will und sich da vielleicht noch das Amphitheater oder ähnliches angucken möchte, will man ja nicht noch 30, 40 Kilometer dann mit dem Rad fahren. Und nee, aber Sonntag 11 Uhr, 12 Uhr ist da Schicht. Musst du runter, kannst du gucken, dass du wieder nach Hause fährst. Und für uns dann kein Thema. Dann suche ich mir lieber eine andere Lösung. Wenn du auf der Weiterfahrt bist, gar kein Thema, dann macht das auch Sinn. Aber für die Wochenendtouren, die wir fahren, sind die Plätze für uns gestrichen. Auf der Salmbrücke. Bei Klüsserath fließt die Salm in die Mosel. Ein uriges Plätzchen hier. Hinten mit einer alten Wehranlage oder vielleicht war es auch eine Mühle. Ich weiß es nicht genau. Gehen wir gleich mal rum, dann sehen wir es. Das ist ein ganz beschauliches Fleckchen hier. Und es ist die Heimat von einem knuffigen Gesellen. Ich habe ihn zuerst für Rübezahl gehalten, aber es ist nicht Rübezahl. Es ist, Mist, ich habe den Namen wieder vergessen. Es ist das Rudemsmännchen. Das Wahrzeichen von Klüsserath. Das ist ein Geist, der hier im Wald herumspukt. Den Rest lese ich euch nicht vor. Die Tafel ist zu lang. Eine alte Mühle. Aber näher komme ich dann doch nicht ran. Die Straße hier heißt Mühlenweg. Aber ob da noch ein Mühlrad ist oder was auch immer, kann ich von hier leider nicht sehen. Gehen wir mal weiter. Hier haben wir die Vinothek von Klüsserath und das Gemeindehaus Alte Ökonomie. Leider geschlossen, ist direkt gegenüber der Kirche und pünktlich zu dem Stichwort fängt es an zu regnen. Ich sehe gerade, im Gemeindehaus befindet sich auch die Touristinformation und eine Poststelle. Also solltet ihr hier Informationen zum Ort und der Gegend suchen, werdet ihr sie hier finden, wie auch Briefmarken, falls ihr noch Postkarten versendet, anstatt einfach eine WhatsApp zu schicken. Ich habe diese Woche auf der Arbeit eine bekommen und habe mich tierisch über eine Postkarte gefreut. Ich habe sie auf den Schrank geklebt und hoffe, dass sie nicht einsam dort die nächsten 10 Jahre hängen wird. Wer gerne wandert, wir haben hier auch in Klüsserath einen Weinerlebnispfad und den Klüsserather Sagenweg. Da ich aber wieder sagenhaft in Richtung Regen laufe, würde ich mal sagen, zeige ich euch ein wenig das Panorama von hier oben und alles andere
gibt's ein andermal. Die Kirche hat einen verdammt interessanten Namen. Zur Rosenkranzkönigin. Habe ich noch nie gehört, finde ich also wirklich mega knuffelig. Hier hinten haben wir den Campingplatz, der neben dem Stellplatz liegt. Und wie wir sehen, da wo wir eben Regen hatten, scheint jetzt die Sonne. Und ich überlege, ob ich jetzt weiter hier runtergehe oder unten die Hauptstraße. Aber ich glaube, ich werde mal hier ein Stück weiter gehen. Ein kleines Highlight hier im Örtchen ist das Krippenmuseum, zu dem es Ausstellungen zu verschiedenen Krippen gibt. Klösterath ist ein typisches Straßendorf und besteht aus zwei parallel verlaufenden Hauptstraßen, die wiederum parallel zum Moselufer laufen. Diese Straßen sind allerdings mit vielen kleinen Gassen verbunden, so dass man nicht ellenlang die Hauptstraßen entlang laufen muss. Hier haben wir einen Privatparkplatz mit einer originellen Idee. Guckt mal, wie groß die Kürbisse schon sind. So, ihr kommt von da oben die Straße runter, von der B53 und fahrt diesen Weg entlang. Vorne an das erste Wohnmobil mit der aufgestellten Markise. Da ist die Anmeldung, ist auch beschildert und zeigen wir euch morgen alles im Detail. Wir warten besseres und trockeneres Licht ab und zeigen euch morgen den Stellplatz. Dann bei hoffentlich besserem Wetter. Oh, das riecht ja schon mal gut. Was gibt's denn da Schönes? So, was denn das? Riecht schon mal gut. Komm, Chefkoch, verrate. Meinst du, wie wolltest du damit noch füttern? Ein bisschen viel für zwei Mann, ne? Lammkotelett und Schweinespieße. Ach nee, andersrum. Ja, das ist aber ein bisschen viel, ne? Also ich sehe hier dich. Ja. Da. Morgen ist auch noch ein Tag. Hier. Gleich die Hunde von unseren Nachbarn. Nee. Die mögen das nicht. Okay, ich setze mich mal in der Klebfolie dran. Das ist jetzt der Vorführeffekt, wie es nicht sein soll. Dann hole ich mal die Teller. Die Lodge ist eingerichtet. Dann schauen wir mal. Guten Morgen. Guck mal, was ich hier habe. Leckeren Kaffee. Das ist deine Tasse. Ja, eben. Du willst den Bett nicht trinken. Ja, ist ja schön für dich. Und jetzt übers Frühstück. Gleich. Ja, klar, gleich. Ich weck dich ja vorher noch. Ich würde das nämlich gerne warm essen. Hab ich noch nicht bestellt. Das ist ja, ob du das bestellt hast. Das wird hier geliefert. Draußen oder drinnen? Draußen. Da muss ich mir auch noch was anziehen. Ja, eben. Darum sag ich dir das ja. Fühlst du mich denn jetzt schon wieder hin? Wir fahren jetzt einmal durchs Dorf. Ich bin ja gestern Abend hier schon rumgelaufen, aber das Licht war schon recht dunkel. Ich bin ja auch mehr hier, da kommt so eine kleine Gasse raus, hier rechts. Diese kleinen Gassen gegangen, die Parallelstraßen hier verbindet. Wir fahren jetzt nochmal so ein bisschen hier das Dörfchen ab. Viel gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Das meiste hat geschlossen mittlerweile, aber vielleicht finden wir ja noch was Nettes. So wie die Bank, da hat einer seine Frau lieb.
Ich habe nämlich keine. Und erzählt schon seit 10 Jahren. Wofür soll ich eine Bank bauen, wenn wir nur unterwegs sind? Seit 10 Jahren hätte ich die schon gerne. Das ist egal. Dann weiß ich aber, dass ich sie habe. Oh, das ist so teuer. Ich hab nichts mehr. Hier sind Hexenhäuser. Guck mal, das ist der Ofen. Das ist ein Hexenhaus. Guck dir das mal an. Das ist der Mühlenhof. Hast du das Hexenhaus hier gesehen? Ja. Was da drauf? Ja. Das ist ja richtig. Jetzt habe ich beides drauf. Kind. Nein, da gibt es wirklich den Sagenwanderweg. Aber da habe ich gestern Abend im Regen nicht Bock gehabt, weiterzugehen. Und hier ist es wirklich unheimlich. Der Wald ist dunkel, da ist alles verfallen. Guck mal, da sind so verfallene Sachen mit so Gitter dran. Ach, das ist Neubau. Das ist kein Neubau. Da unten das weiße Ding doch nicht hier vorne. Das mit dem Draht und dem Holz. Guck mal, da kommt ein ganz gefährliches Gelände. Das ist sogar ein Elektrozaun. Das ist hier unheimlich. Du bist auch ein Elektrozaun, du. Das sind Trollübungen, Truppenübungen. Oh! Ah, da oben. Bambis! Alfred. Guck mal, film doch ja nicht so weit, da vorne steht auch eins. Hier knackt es unheimlich, gleich fällt der Baum um. Sag doch, das ist unheimlich hier. Vielleicht sind das Kängurus. Das sieht aus wie ein Känguru. Ihr Vater liegt da hinten. Könnt ihr mal ein Video machen. Fahren geradeaus. Wo soll ich denn auch hier abbiegen? Bitte? So, Fazit des Wochenendes. Laut, regnerisch. Nein, Quatsch. Das Wetter war verhältnismäßig gut im Vergleich zu den letzten Wochenenden. Gestern hat es ja nachmittags geschaut und morgens hat es nachts geregnet. Temperaturen, T-Shirt, kurze Hose, war überhaupt kein Problem. Die Temperaturen waren sehr angenehm. Wind war auch. War in Ordnung. War völlig in Ordnung. Eben noch mal hier bis nach Riefenich. Nur Rad gefahren, die Salm entlang. Man sollte wirklich mal auch so von der Mosel in die Seitentäler reinfahren. Ganz tolle Gegenden. Und ansonsten, ja, sehr ruhig. Der Platz ultra entspannt, wirklich. Der Martin wirbt ja hier mit Entschleunigen. Hast du auf den Punkt gebracht mit dem Wort. Und ansonsten, Klüsterrad ist leider komplett entschleunigt. Ja, ja, durch die Baustelle. Durch die Baustelle haben hier auch die letzten Gaststätten geschlossen. Es ist so gut wie nichts offen. Der Bäcker hat eine Flasche Wein mal bekommen. Ist auch nicht so einfach, haben wir nicht geschafft. Ich wollte nämlich eine als Geschenk mitnehmen. Aber der Platz entschädigt. Wir werden definitiv hier
noch öfters hinfahren. Es gibt verschiedene Veranstaltungen, die immer wieder im Jahr hier gemacht werden. Und vielleicht werden wir uns auch mal zu so einer dazugesellen hier. Das ist schon halt, wenn wir gerade in Urlaub sind. Genau, weil im September ist hier ein ganz großes Wohnmobiltreffen. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Aber da sind wir im Urlaub. Ja. Da werden über, wie viel hat er gesagt, über 800 Wohnmobile erwartet. Ja, also sowas. Gigantisch, aber da sind wir leider nicht da. Ja. Ansonsten, es war ein sehr entspanntes Wochenende. Kann man ja anders sagen. Wir sind auch ein bisschen drömelig, wie ihr merkt. Das liegt einfach daran, weil der Chill-Modus noch immer eingeschaltet ist. Der bleibt auch noch eingeschaltet. Genau. Bleibt ihr auch eingeschaltet? Schaut unsere anderen Videos. Wir sind ja jede Woche unterwegs. In unserer Playlist findet ihr viele interessante Ziele. Hier um die Gegend im Dreiländereck von unseren Reisen. Und auch separate Stellplatzvideos, wenn die Plätze etwas größer waren und viel